Haben wir hier immer noch dieselben? Ja, der Tonband haben wir immer noch. Okay. Vielleicht finden wir ja hier irgendwo ein Abspielgerät. Ich glaube, die gehen immer noch nicht auf, ne? Nee. Ach schön, in den Aufzug können wir auch nicht mehr rein. Das ist ja toll. Ha, was machen wir denn jetzt? Wo können wir so ein Abspielgerät her? Oh, war das vorher auch schon so übergemalt? Oh, jetzt ist es die drei. Oder, naja, ein Smiley. Okay, überall sind so Smileys dran. Hier wird bestimmt immer noch nicht aufgehen, ne. Haben wir im Büro so ein Ding? Was ist ein Schallplattenspieler? Oh, hier. It's my tape player. Na, lass mal hören. Mhm. Cool. Rein ins Licht. Bin noch ein bisschen verwirrt. Wiedergabe. Mit. Wo bin ich? Ich glaube, dort da hinten ist unser Tape im Wasser. Verrückt, Tonband. Ja, okay, wir sind gerade in unserem Tonband drin. In an unexpected turn of events, it seems I'm the one who's losing my mind. Why or how this is all happening is beyond me. But as strange as this is, I'm equally as fascinated as I am scared. Mhm. Ich bin auch fasziniert, aber verwirrt. Ich bin sehr verwirrt. Ich denke, sind wir in irgendeinem Traum oder so drin? Oh, die Katze. Hallo Katze. Die ihren glühenden Augen. Oh, jetzt ist er weg. People are, well, I'm starting to see unusual patterns, behaviors. Ever since the crash, maybe. It's beginning to make sense, I suppose. My own feelings of dread, of fear, are similar to those of my patients. Mhm. Ich sag schon, das Hausmeister und Therapeut. Life in Milton Haven has become. Okay, ist wieder dasselbe. Vielleicht in diesem komischen Gas, das ist schon eine Katze. Die voll die Eulenaugen hat. Natürlich, jetzt ist sie wieder weg. If I can get through this, if I can just keep my mind focused, I must stay aware. Awake. Alert. Mhm.
Ja, hat bisher gut funktioniert. Deswegen sind wir wahrscheinlich auch hier. Let's go. Ich will nochmal durchjumpen und knall voll gegen den Türrahmen. Okay, zurück im Büro. Hallo Katze. I mean, hi. I'm having a weird day. Everything okay with you? All right. Ja, typische Katze halt, ne? Aufzugknopf. Ah, wahrscheinlich für den ersten Stock. Natürlich hat die Katze den Aufzugknopf. Wer auch sonst? Good kitty. Spiel des Jahres 10 von 10 gerade bekommen. Ne, 10 von 10 ist der, wenn hier noch irgendwo ein Hund ist. Okay, interessant. Okay, die Katze ist immer noch da, wenn ich weggucke. Ich hoffe, es ruckelt gerade nicht allzu sehr im Stream. Sondern irgendwie gerade ein bisschen ruckelig aus. Im Augenwinkel. Oh, die Uhr ist auch stehen geblieben. 23:30. Ja, hoffe, können wir die Katze streicheln, bis sie aggressiv wird. Good kitty. Sieht ein bisschen ruckelig aus, ne? Ich weiß nicht, wie es im Stream ist, aber zumindest hier in meiner Sicht sieht das ein bisschen ruckelig aus. Naja, mal gucken. Na gut, Kitty, dann. Oh. Sieht ein bisschen. Kann man das aufbauen? Nein. Taschenlampe aus. Gott, diese Bilder. Warum? Warum hängt man sich da dran? Okay. Konnten wir noch irgendwas in seiner Wohnung machen? Da war zwar auch eine Tür. Aber wir haben nur den Aufzugknopf. Können wir nochmal in sein Haus reingehen? Vielleicht ist die Tür ja mittlerweile offen oder so. Die Badezimmertür ist offen. Vielleicht hat die auch offen gelassen. Nein. Zwischendurch scheint es ein bisschen zu ruckeln. Mal gucken. Vielleicht gehe ich da gleich nochmal in die Einstellung oder so. Oh. Do you know how a Rorschach test works? Mhm. I show you an inkblot and you sneak your way into an interpretation, pretending to fix other people's problems while avoiding your own. What nonsense. Well, there's an inkblot. There's a problem. Try and avoid your problems now. Okay. I can sneak past it. I know I can. Who are you? I can sneak past it? Ach du Scheiße. Jetzt hat er den Turbo-Modus an. Was liegt denn da? Da liegt noch irgendwas. Hi. Kann er mich töten? Bestimmt, wa? Infuse. Tschüss. Scheiße auf dich. Ah, da kommt er hier sowieso nicht rein, ne? Was ist denn das für ein Typ? Lol. Ist er jetzt weg? Meine Hand wackelt. Okay, Aufzugknopf. Na dann. Gut, mit dem Sneaken hat jetzt nicht so gut funktioniert, aber hey. Erdgeschoss. Was war ich hier schon? Aufzugbereich. Nein, ich glaube nicht. Ja, diese Smileys. Ach, was willst du denn von mir? Whatever it is you're trying to do, you will fail. Mhm. Cool, danke. 3,14. Außerwirtschaftsraum.
Können wir rein? Rotes Licht. Sehr beruhigt. Finden wir hier irgendwas? Außer Flaschen. Oh ja, da liegen tatsächlich ein paar Sachen rum. Wenn du das hier liest, heißt es, dass ich recht hatte. In dem Fall Schlitten. Zweiter Stock über dem Münzautomaten. Lauf, Wartungsraum im ersten Stock mit Klebeband oder den Tisch befestigt. Griff, Keller hinter der mittleren Waschmaschine. Hältst mir den Rücken frei und ich dir, ey. Gott, muss ich mir das jetzt merken? Warte, ich mach mal ein Foto davon. Brauche ich mir das nicht aufschreiben. Das wird bestimmt noch wichtig. So. Mal gucken. Wir müssen ja jetzt gerade in der 1 sein. Lauf, Wartungsraum im ersten Stock mit Klebeband oder dem Tisch befestigt. Okay. So. I need more of this. Detektonyl erhöht deine List mit jeder dritten Pille. Ich will es gar nicht wissen. Sind alle Pillen im Gebäude? Oh wow, okay. Und welche Pillen? Unterm Tisch. Barrel. Eine Barrel. Hier steht Barrel. Ist das komisch übersetzt? Lauf? Ein Barrel ist ja kein Lauf, oder? Naja. Warum mal. Werden wir vielleicht schon finden. Yay, da kriegen wir irgendwie eine Waffe oder so. Eigentlich wieder rauskommen. So. Das ist natürlich wieder zu. Oh Gott. It's unrealistically durable. Liegt da ein Fisch? Wo kommt der Fisch her? Weird. Die kommen auch nicht durch. Unrealistically durable. Na gut. 420. Ist leider zu. Okay, anrufen können wir den Typen nicht. Nothing. 18 plus. Na gut, dass wir da nicht reinkommen. Okay, dann gehen wir mal nach links. Ach, wie viele Telefone haben die denn hier? So, Mr. Desmond Wales. Sorry, Dr. Desmond Wales. Tell me, what good is a PhD if the world around you is crumbling? I'd like to see you put your head to the test. I won't lie though, I'd much rather see you die trying. Der ist ja richtig optimistisch, Wartungsraum. It's blocked from the other side. Na gut. Hier ist auch so ein Siff. Ist das hier zufällig so ein... ja, der Tisch. Pistolenlauf. Nice. Okay, das hätten wir schon mal. Oh, haben wir das auch als Aufgaben? Oh, tatsächlich, Gott sei Dank, dann muss ich mir nicht abfotografieren. Finde den Schlitten der Pistole im ersten Stock über dem Warenautomat. Wir müssten noch jetzt im ersten sein. Dann müssen wir vielleicht nochmal zum Warenautomat gehen. Keller. Okay. It's blocked from the other side. Okay. Oh Gott. Bloß nicht da reinlaufen. It's blocked from the other side. Ja, ich habe das Gefühl, dass gleich wieder so ein Viech kommt. Okay, ist auch alles abgespürt. Oh! Das andere nicht, oder was?
This stuff is unnaturally strong. Oder auch nicht. Okay, hier haben wir wieder so eine komische Tür. Ganz viel Glasschirm. Okay, guck mal noch mal kurz nach diesem Automaten. Oh. Ah ja. Nice. Ich glaube, der Automat war in einer anderen Etage. Oder? Ja, nee, aber er hat da Zeug gefunden. Guck mal, ob ich mit dem Fahrstuhl nochmal runterkomme. Oder ich gehe erstmal zur Tür. Was will das Spiel bestimmt? Ostgang. Virginia's Apartment, okay. Erstmal ihr Zeug klauen, noch ein Tape. Eine violette Tonbandkassette von meinen Sitzungen mit Virginia. Tuch von Virginia Woolf. Sie wickelt das Messer in ein hübsches Tuch und bietet es mir dar. Sie kreist vor sich hin, wir hübschen Frauen, und führt mich fort, ganz ohne Halt. Ihre Träume sind tot, also nimm die meinen. Ich frag mich, wie sie nachts kann träumen. Meine Albträume sind ein zeitloser Fluch, ein Messer durchtrennt das hübsche Tuch. Mhm. Und irgendwelche Bilds. Hoffnung ist alles, Krankenhaus. Yay. Rechnungen sind wöchentlich im Voraus zu bezahlen. Erhalten von Gemma Rule $108.75 für Naht. Okay, Virginia Rule. Ein Tag sind $28. Operationsraum $60. Medikamente $10.75. Das ist auch günstig. Hilfsmittel 10. Gesamt $108. Erhalt bestätigt von Dr. Pinsky. Mhm. Hier noch. Don't stay in bed. Das sehe ich anders. Hallo Teddy. Gar nicht creepy. Ich hoffe, jetzt eigentlich nichts getriggert hier. Okay, das ist auch zu. Hotel. Ist okay, das kann er sich nicht angucken. Auch überall dieses Policeband. Ja, wenn wir mal was zum Schneiden hätten. Das ist sehr hell. Bringt nur leider nichts. Außer, dass ich irgendwo hin verschoben werde, gerade automatisch. Oh, ich drehe mich gerade selber im Kreis, lol. Weird. So, was futtern. Kein Anschluss unter dieser Nummer. Is anybody even out there? Glaube nicht. Mein Liebling, nun muss ich auf Briefe Briefe zurückgreifen, da du nicht ans Telefon gehst. Mich verwundert, dass der Anruf beantwortet, den wir gekauft haben, sich nicht einschaltet. Ist er kaputt? Dein Vater bestand darauf, dass wir dir Geld für die Stromrechnung schicken. Du weißt, dass ich dich liebe und dich unterstützen werde, aber ich will dich nicht dazu ermutigen, uns jeden zweiten Monat um Geld anzubetteln. Du musst etwas finden, womit du ordentlich Geld verdienst. Deine Spielzeuge verkaufen sich einfach zu selten. Du warst immer so charismatisch. Vielleicht kannst du das ja zu deinem Vorteil nutzen. Jedenfalls schicke ich dir ganz viel Liebe. Bitte geh ans Telefon. Mom, Dad und Freddy. Okay. Die hier wahrscheinlich. Hm. Okay. Interessant. Da ist auch nichts. Ja, ich glaube, dann können wir erstmal wieder gehen. Eine Tonband haben wir wieder. Das können wir uns anhören im Büro.
standen da vorher auch schon Schränke. Naja, natürlich. It's unbearable, isn't it? The pain of losing a patient. Virginia trusted you and she died because of it. What will you achieve by listening to her tape? Vindication? Absolution? Retribution for your misdeeds? Think about it. Vielleicht einfach nur, um zu wissen, was da drauf ist. Vier, zwei, sieben. Okay, das ändert sich immer. Ja, gut, ich glaube, dann könnten wir eigentlich mal wieder zurück. Im ersten, glaube ich, ne? Ne, wir sind im ersten. Im zweite. Da müsste, glaube ich, unser Büro sein. Ach ja. Da war ja was. Läuft der immer noch hier rum? Oh, warte mal. Auf dem Ding hier drauf, ne? Aha. Mal her, die Pistole. Nice. Es fehlt uns nur noch eins. Ich glaube, das war im Keller, ne? Finde den Griff der Pistole im Keller hinter der Waschmaschine in der Mitte. Okay. Cool. Mach mich halt weiter nieder. Okay. Das Vieh scheint irgendwie weg zu sein, hoffentlich. Oh. It's my record player. Kassettenrekorder. Das ist eine Schallplatte. Ein Schallplattenspieler. Okay. Once more onto the breach. Halt meine Hand da am rumwackeln ist, ey. Okay. Oh, ich hätte es vielleicht nicht rausnehmen sollen, oder? Ich dachte, wir kommen jetzt wieder auf diese Brücke. Moment.